Vielen Dank, Herr Präsident. Bitte keine falschen Promotionen. Das hat ein gewisses Risiko. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier heute zu einer Aktuellen Stunde versammelt, weil wir mit einer außerordentlich bedauerlichen Situation konfrontiert sind. Es ist jetzt jedermann sichtbar, dass ein weiterer Baustein der Abrüstungsarchitektur, der Rüstungskontrollarchitektur kurz vor dem Ende steht. Nach der Aufkündigung des Vertrages über antiballistische Raketen steht jetzt die Kündigung des Vertrages über Mittelstreckenraketen aus. Und eben ist es erwähnt worden, 2021 läuft New START aus, also ein Vertrag zur Reduzierung strategischer Nuklearwaffen. Mit anderen Worten, große Elemente dessen, was unsere Sicherheit ausgemacht hat, stehen in Frage. Unsere Gesellschaft ist auf eine solche Debatte kaum vorbereitet. Vielen kommt das wie ein fernes Echo der 80er Jahre vor. Aber warum ist die Gesellschaft nicht darauf vorbereitet? Weil sie teilweise wirklich systematisch auch eingeschläfert wird durch verbale Äußerungen des Bundesaußenministers im Spiegel. Das ist in meinen Augen verantwortungslos. Wir leben in einer Welt, in der ein Satz wie der von Heiko Maas, ich zitiere, letztlich wollen wir doch alle eine Welt ohne Nuklearwaffen, passend sind für den Juso-Ortsverein in Saarlouis, aber mit der Realität der Welt nichts, aber offensichtlich gar nichts zu tun haben. Und wir wissen seit 2014, dass Russland diesen Vertrag massiv verletzt. Wo war denn das Auswärtige Amt? Wo waren denn die sozialdemokratischen Außenminister vorher? Warum hat es keine Debatte gegeben? Warum fängt, lieber Roderich Kiesewetter, das Auswärtige Amt 5 Minuten vor 12 im März jetzt an, eine, ich zitiere, Analyse vorzunehmen, während wir heute Herrn Pompeo in Washington hören, wie er den Vertrag bereits aufkündigt? Das ist alles zu spät. Die Gesellschaft muss darauf vorbereitet werden, dass wir eine Debatte führen müssen, denn die Realität, so unbequem sie ist, hört sich wie folgt an. Auch mit dem Ende des Kalten Krieges ist das nukleare Zeitalter nicht zu Ende gegangen. Es gibt große Nuklearmächte auf der Welt, die, anders als Heiko Maas das vermutet, von diesen Waffen nicht lassen wollen. Punkt 1. Punkt 2. Deswegen muss das westliche Verteidigungsbündnis, die NATO, auch ein nukleares Bündnis sein. Wir können nicht so tun, als gäbe es um uns herum keine nukleare Bedrohung. Die NATO ist der Natur der Sache nach ein nukleares Bündnis. Und jetzt stellt sich die Frage, wie verhalten wir uns als Deutsche? Wollen wir uns abmelden aus allen Diskussionen, aus den ethischen Debatten über die Nukleardoktrin, ja oder nein? Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir in der nuklearen Teilhabe unseres Bündnisses drinbleiben. Und dann geht es nicht, wenn Herr Mütze nicht schon wieder den Pumuckel der Sozialdemokratie spielt und erklärt, wir könnten die nukleare Teilhabe nicht fortsetzen durch eine Beschaffungsentscheidung für den F-18. Das ginge alles nicht, wir müssen da raus. Meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie, Sie haben eine große sicherheitspolitische Tradition. Sie sollten die nur des Drucks, des durchsichtigen Manövers der Linkspartei wegen hier nicht auf das Spiel setzen. Meine Damen und Herren, ich glaube, die Debatte, ob wir in Deutschland jetzt nachrüsten müssen, ob wir hier stationieren müssen, ist eine Debatte, die wir führen müssen. Aber ich glaube, sie wird sich weniger dramatisch abspielen als diejenigen, die diese Aktuelle Stunde beantragt haben, das glauben. Zum einen handelt es sich um landgestützte Systeme, die verboten sind durch den Mittelstreckenvertrag, den INF. Die Rolle der seegestützten Systeme, die nicht verboten sind, ist immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Also ob es überhaupt zu einer Stationierungsdebatte kommt, das warten wir mal ab. Wenn es aber zu ihr kommt, dann werden wir sie im Rahmen der NATO zu führen haben. Und ich habe außerordentlich begrüßt, dass der Bundesaußenminister im Auswärtigen Ausschuss erklärt hat, er wolle eine einheitliche Position in der NATO in dieser Frage herbeiführen. Das fand ich gut. Aber wie kann er denn dann im Spiegel schon exakt sagen, was er alles nicht mitzumachen bereit ist? Das geht doch nicht. Wir müssen mit den Verbündeten in der NATO das Ganze debattieren. Und dann will ich eines auch sagen. Ein Placebo geistert durch die Debatte, und das ist die Multilateralisierung des Vertrages. Also mit anderen Worten, der Vertrag wird nicht nur gekündigt, nein, im Gegenteil, er wird erhalten. Und gleichzeitig tritt China bei, Frankreich bei, Großbritannien bei. Dummerweise ist das alles schon mal versucht worden. Auch die Franzosen und die Briten wehren sich gegen eine Multilateralisierung. Lieber Herr Brunner, wenn Europa die Antwort ist, dann lautet die Antwort nein.
Die Antwort lautet leider nein. Wir müssen mit der Realität umgehen, dass wir Mittelstreckenraketen in Europa behalten. Deswegen ist unser zentrales Interesse als Deutsche, das strategische Gleichgewicht zu erhalten, den Frieden dadurch zu erhalten. Und das bedeutet, wir sollten alles daran setzen, den Vertrag zu erhalten. Wir müssen Moskau darum bitten, zur Vertragstreue zurückzukehren. Und Washington darum bitten, zum Vertrag zurückzukehren. Das Verifikationsregime, das Sie angesprochen haben, Herr Brunner, ist eines, das wir aus vollem Herzen unterstützen. Wenn wir den Vertrag erhalten wollen, die nächsten 6 Monate, die sind der Zeitraum dafür, die müssen wir ausnutzen. Herzlichen Dank. Als Nächster erhält das Wort der Kollege Omid Noripur, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.